Es gibt wahrscheinlich kaum einen Ort in Bayern, wo man den Rückrundenstart mehr genießen kann als in Buchbach. Die Sonne scheint, es riecht nach Bier und Grillfleisch. Herrlich. Leider gibt's noch kein Geruchsfernsehen. Ja, und leider passte der Fußball in Halbzeit 1 so mal gar nicht in diese Idylle. Es tat sich nämlich nichts. Deswegen springen wir gleich in den zweiten Spielabschnitt, genauer in die 54. Minute, in der sich Simon Hecker auf den Weg Richtung Buchbacher Tor macht. Und da rauscht Maximilian Hein daher. Der Buchbacher schlägt regelrecht in seinem Gegenspieler ein. Da gibt's keine zwei Meinungen. Elfmeter für Schweinfurt. Das ist bei den Gästen eine Sache für Bastian Lutz. Zweimal in dieser Saison schon vom Punkt erfolgreich. Und diesmal vergibt er. Schwach geschossen. Letzten Endes also kein Problem für Buchbachs Keeper Daniel Maus. Schnüdeltrainer Klaus Gerd natürlich nicht begeistert. 4 Minuten später, jetzt Buchbach am Drücker und der Schuss von Maximilian Hein. Gerade noch Übeltäter, jetzt der Held. Sehenswerter Treffer, vor allem, weil er nicht leicht war. Der Ball hoppelt wie ein Häschen auf ihn zu. Trotzdem kein Problem für Hein, der zum zweiten Mal in dieser Saison trifft und den Favoriten damit in Führung bringt. Und glauben Sie es oder nicht, das war's auch schon. Das war der Endstand. In der Folge tat sich nämlich wenig bis gar nichts. Die Buchbacher schaukelten die 3 Punkte sicher nach Hause.